So, hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, Folge 55 mit mir, dem Meli. Neue Aufnahmesession, eine Woche her, seitdem ich gespielt habe. Ich habe fleißig eben gerade noch ein wenig Zeugs gesammelt und dabei wieder eine Anomalie aufgespürt. Aber ich glaube, wir haben hier nichts weiter. Oder? Von dem letzten? Na, Moment. Nee. Na, ich glaube, wir haben da nichts Neues. Ich würde mal wieder Zeit, dass wir mit der guten Kelly sprechen. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Tali ist eine gute Freundin. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass sie gerne mehr wäre als nur eine gute Freundin. Da irren Sie sich. Unsere Verbindung ist rein platonisch. Man sieht es an ihrer Körpersprache. Wie sie sich umdreht, wenn sie den Raum betreten. Wie sie jede ihrer Bewegungen beobachtet. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Meint sie mich mit dem ganzen Verhalten so kalt? Oder meint sie sich selber? Also die gute Tali. Naja, wenn es um Frauen geht, dann höre ich mal mit einem Auge, mit einem Ohr zu. Mit einem Auge vor allem. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Helmen aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Berechtigte Frage. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ja, merkwürdiger Start in die neue Mass Effect-Woche. Ja, ich habe wieder eine Anomalie gefunden. Ich glaube, der gehen wir mal direkt auf den Grund. Wo war denn die? Wo habe ich die denn gefunden? Ach, hier, glaube ich, genau. Schauen wir mal. Die machen wir mal als erstes. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal wieder ein DLC. Ich habe eine Anomalie geortet. Gai Hinnom, ein an einem roten Zwerg rotationsgebundener Planet, fast ohne Atmosphäre, war der erste Ort, an dem Forscher der Menschen Begräbnisstätten der Proteaner gefunden haben. Einige wenige wurden für die Nachwelt erhalten. Beim Rest setzte Ed for Ashland erfolgreich durch, dass überall nach Element Zero gesucht werden durfte. Schon bald kam es zum Skandal. Minenarbeiter plünderten Gräber, suchten nach Isiro und anderen Schätzen und viele wurden bei diesen sogenannten Friedhofsaktionen sogar reich. EAE beendete zwar offiziell die Plünderungen, aber seine Arbeiter blieben auf dem Planeten, durchforsteten Gebiete ohne Claim und bringen das geförderte Erz zur Raffinerie ins Pamiat-System. Hinweis für Reisende zwischen Minenarbeitern und Wissenschaftlern, die beide die proteanischen Ruinen für sich beanspruchen, ist es zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Besucher wird zur Mitnahme von Sicherheitsleuten geraten, falls sie unbekannte Regionen des Planeten erkunden möchten. Okay. Sonde unterwegs. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Anomalie geortet, Oberflächenscans melden Schiffswrack mit quarianischer Spezifikation. Identität des Schiffes unbekannt. Anzahl der Anzeichen von Leben in der Umgebung unsicher. Einheimische Fauna stört mit möglicherweise Präzision des biologischen Scans. Ja, dann nehme ich doch mal die gute Tali mit. Die kennt sich doch aus mit ihren Leuten. Dann nehmen wir Tali Sora mit. Ups.
Und ich nehme wieder Grunt mit. Weil der Dicke mir echt gefällt. Dick ist er ja nicht, er ist ja nur sehr kräftig. Kryo-Munition brauche ich, die habe ich eigentlich nie benutzt. Ich würde ja lieber gerne... Ach, scheiß drauf. So, Tali bekommt hier alles ausgemaxt. Tali arbeitet mit optimaler Effizienz, was die Dauer ihrer Kräfte verlängert. Gesundheit, Dauer der Kräfte, Mechanikerin oder Technikerin. Waffenschaden erhöht. Die Dauer der Kräfte finde ich ehrlich gesagt angenehmer. Kampfdrohne. KI-Hacken dürfte auch nicht verkehrt sein. So. Und der gute Grant hat auch Punkte zu verteilen. Das ist schön. Dann bekommt er gleich mal den Betäubungsschuss nach oben drauf. Sowas von der Waffe nehme ich mit. Ah, das Gaff-Impulsgewehr will ich eigentlich... Obwohl, das können wir mal ausprobieren. Die Schonwand ist klar. Carnifex, Kollektor und Partikelstrahl auch okay. Bei Grant ist auch... Nee, Grant bekommt nicht das Ding. Grant bekommt... Avenger, die Claymore. Tali bekommt die Katana. Bleibt aber, glaube ich, bei der Handfeuerwaffe. Kriegt die Predator. Netter Zeitgenosse. Ich orte Lebenszeichen eines einzelnen Quarianers an ihrer Position. Den Werten des Anzugs nach zu urteilen, ist der Quarianer schwer verletzt. Ich orte außerdem Lebenszeichen mehrerer einheimischer Wesen in der Nähe ihrer Landestelle. Okay. Persönliche Loks. Bericht des Piloten. Starten. Wir konnten die Triebwerke der Xianid so weit abdämpfen, dass wir der Aufmerksamkeit der Geth entgangen sind, aber die Belastung war zu viel für das alte Schiff. Wir hoffen jetzt darauf, irgendwo im Shoei-System ein freundliches Fleckchen zu finden, aber unserer Information zufolge ist das nicht sehr wahrscheinlich. Es hat uns vom Anfang an nervös gemacht, so nah am Persos-Nebel zu kundschaften. Mit Recht, wie sich herausgestellt hat. Ich fürchte, wir werden die Flotte nie wiedersehen. Nach allem, was die Xianid durchgemacht hat, ein ziemlich unrühmliches Ende. Die erste Stunde. Die Landung war unsamt, aber wir konnten aus dem Wrack alles bergen, was wir zum Überleben brauchen. Leider hat es Lieutenant Commander Gorlal nicht geschafft, womit mir als ranghöchstem Offizier das Kommando zufiel. Wir haben die Gegend erkundet und festgestellt, dass der Planet außerordentlich lebensfeindlich ist. Wir wagen es nicht, unsere Schutzanzüge abzulegen. Hoffentlich werden wir gerettet, bevor die Gefahr von Strahlenschäden besteht. Vermisste Überlebende. Ich weiß nicht, wer oder was dafür verantwortlich ist, aber wir haben mittlerweile die Hälfte der Überlebenden verloren. Wir wollten hier eigentlich ein Lager errichten, um abzuwarten, bis die Idina unseren Sender ortet. Aber etwas jagt uns. Ich muss die Crew so gut wie möglich zusammenhalten. Wir werden einen Suchtrupp losschicken, sobald es Tag wird. Ich werde meine Crew finden und dann werden wir alles tun, um auf die Idina zurückzukehren. Okay, lief wohl nicht so gut. Möglicherweise. Was Idena? Die Werte des Quarianers sind stabil. Ich empfehle als Vorbereitung des Ausfliegens mit dem Shuttle die Sicherung des Gebiets. Angriff aus dem Hinterhalt!
Verstanden. Suchen wir Deckung. Wechseln Sie! Okay, das wird hart. Ich glaube, ich habe nicht die beste Waffe dafür genommen. Ich muss gleich mal Rex auf die Schrotflinte packen, damit er hier alles niedermäht. Was nicht nied- und lagefest ist. Da kommen doch ganz schön viele. Ja, Kanone, Schrotflinte. Die Werte des Quarianers sind stabil. Ich empfehle als Vorbereitung des Ausfliegens mit dem Shuttle die Sicherung des Gebiets. Mach ich! Angriff aus dem Hinterhalt! Nichts ist schneller als Chatinga Vaspos! Warum habe ich ihn den nicht erwischt? Ich habe doch genau auf den draufgeballert und er hat keine Lebenspunkte verloren. Da war wahrscheinlich die Drohne im Weg. Eieiei, schade, es sah so gut aus. Okay, auf ein neues. Pistole. Shotgun. Mach ich. Die Werte des Quarianers sind stabil. Ich empfehle als Vorbereitung des Ausfliegens mit dem Shuttle die Sicherung des Gebiets. Angriff aus dem Hinterhalt. Hier.
Koordinaten erhalten. Ideen zur Abholung im Anflug. Sie haben uns einen großen Dienst erwiesen. Der Captain wird sie bestimmt bei Ihnen melden. Ach so. Ich habe jetzt gerade gedacht, wir haben die da zurückgelassen. Okay, quarianische Überlebende gefunden und ausgeflogen. Ideen die Position des Spielschiffs Xianid mitgeteilt. Okay, ich guck mal auf die Uhr. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich einen Cut machen. War eine kleine erste Mini-Folge. Es war etwas schwieriger als ich dachte. Ich habe das total unterschätzt. Die Gaff-Impulsgewehr ist super. Allerdings ist der Munitionsverschleiß unglaublich hoch. Naja. Sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!